Die Formel-1-Medien, sie spielen derzeit regelrecht verrückt. Hat Lewis Hamilton wirklich genug von der Königsklasse? Trotz eines bestehenden Vertrags bis Ende 2023 beendet er seine Karriere? Und wenn ja, könnte ihm vielleicht sogar Sebastian Vettel im Mercedes-Silberpfeil nachfolgen? Das sind nur zwei Fragen zu diesem Thema, denen wir in diesem Video auf den Grund gehen möchten. Also, wer könnte Lewis Hamilton nachfolgen bei Mercedes? Die Entscheidung wird letztendlich Toto Wolff treffen und versuchen wir doch einmal, uns für einen Moment in seinen Kopf reinzudenken, wenn er denn jetzt vor der Situation stünde, da ist der Konjunktiv ganz wichtig, einen neuen Fahrer suchen zu müssen. Ich persönlich habe da einen anderen Ansatz als die meisten Medien, die darüber jetzt spekuliert haben. Auf die Varianten kommen wir auch gleich in diesem Video. Aber ich persönlich glaube, dass man bei Mercedes, anstatt irgendwie einen Routinier da reinzusetzen, von dem man vielleicht nicht weiß, ist er noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere, dass man eher sagen würde, Leute, wir trauen George Russell das zu, der ist jung, der ist schnell, der hat aber schon ein paar Jahre Formel 1 Erfahrung und er hat damals beim Grand Prix von Sakhir 2020, als er Lewis Hamilton schon einmal ersetzt hat, bewiesen, dass er auf Anhieb mit einem Mercedes Rennen gewinnen kann. Also warum nicht mit George Russell als Nummer 1 in so eine Saison gehen, anstatt den Russell wieder zu verunsichern, indem er ihm irgendjemand anderen vor die Nase setzt. Das ist mal grundsätzlich meine Haltung dazu, wenn ich versuche, mich in Toto Wolff reinzudenken. Und dann fallen mir, wenn es nicht unbedingt ein erprobter Grand Prix-Sieger oder Weltmeister sein muss, vor allem zwei Namen ein, mit denen man vielleicht als Teamkollege von George Russell planen könnte. Zum einen Lando Norris. Das ist ein junger Kerl, der hat gerade bei McLaren einen langfristigen Vertrag unterschrieben und McLaren wird wahrscheinlich einen Teufel tun, den aus diesem Vertrag rauszulassen. Aber wenn ich Toto Wolff bin, dann würde ich das vielleicht mal probieren, bei Lando Norris anzurufen. Denn wenn der merkt, ich kann von McLaren in ein Team wechseln, das mir vielleicht schon im Jahr 2022 ermöglicht, um die WM zu fahren, dann wird Lando Norris, glaube ich, zumindest mal drüber nachdenken, Ausgang dann offen. Und die zweite Variante, die ich sehr spannend finde, die wäre Carlos Sainz, denn wir haben dieses Jahr bei Ferrari gesehen, der kann vom Speed her mit diesen Supertalenten, wie es Leclerc, wie es Hamilton, wie es Verstappen sind, durchaus mithalten und trotzdem hast du ein harmonisches Gefüge im Team, einfach weil Carlos Sainz mit solchen Situationen ganz gut umzugehen weiß. Ob Ferrari Carlos Sainz jetzt laufen lassen würde, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, da würde Toto Wolff sehr, sehr tief in die Tasche greifen müssen, glaube ich, um eine Ablösesumme hinzulegen, falls es denn überhaupt eine Möglichkeit gibt. Ihr seht schon, wir sind im Bereich des Hochspekulativen. Aber again, ich versuche mich in Toto Wolff reinzudenken und das wären die Varianten, die ich mir am ehesten überlegen würde. Warum nicht gleich Max Verstappen, warum nicht gleich Charles Leclerc? Tja, ich glaube, die haben beide langfristige Verträge mit Red Bull respektive Ferrari. Und ich glaube, da gibt es einfach keine Chance. So, was sind die konventionelleren Ansätze, die, ich sag mal, als Nachfolger für Lewis Hamilton im Mercedes landen können? Da wird in den Medien, vor allem in den deutschen, das muss man auch dazu sagen, bei der Einordnung immer wieder ein Name genannt, nämlich der von Sebastian Vettel. Und das ist ja auch das Thema, das wir ein bisschen als Aufmacher dieses Videos genommen haben, einfach weil es, glaube ich, für viele Fans die naheliegendste Variante wäre. Die Denke, die dahinter steckt, ist, glaube ich, folgende: George Russell, ein junger Kerl, hat noch nie einen WM-Kampf gehabt, hat noch nie einen Grand Prix gewonnen, der braucht vielleicht jemanden, der mit solchen Situationen umgehen kann, der Erfahrung damit hat, ein Top-Team zu führen und das sind Voraussetzungen, die Sebastian Vettel zweifellos erfüllen würde. Allerdings, es gibt auch Gegenargumente. Erstens, er hat bei Aston Martin einen Vertrag. Im September 2021 wurde bestätigt, dass er 2022 für Aston Martin fahren wird. Gemeinhin wurde angenommen, dass er sogar einen Dreijahresvertrag hat, der erst Ende 2023 enden wird. Aber wie wir inzwischen herausgefunden haben, ist das alles mit Optionen versehen. Also erstmal nur 2022 Sebastian Vettel bei Aston Martin. Und man hat letztes Jahr gehört, da gab es mal Gerüchte, ihr erinnert euch vielleicht dran, dass Lawrence Stroll, der Teameigentümer, auch zwischendurch mit Fernando Alonso verhandelt haben soll. Angeblich, das wurde alles später dementiert, angeblich war da ein bisschen was dran, wirklich verifizieren können wir das nicht, aber es deutet so ein bisschen darauf hin, dass bei Aston Martin man auch vielleicht einen anderen Fahrer als Sebastian Vettel zum Zug kommen lassen würde. Tatsache ist, Sebastian Vettel und Toto Wolff, die verstehen sich gut, die sind wahrscheinlich sogar befreundet. Jetzt ist Freundsein natürlich ein großes Wort, aber ein Indiz dafür ist, ihr erinnert euch zurück, 2017, da wurde Sebastian Vettel 30 Jahre alt und seinen 30. Geburtstag hat
hat er damals gefeiert mit jemandem auf seiner Gästeliste, nämlich dem Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Das hat damals für relativ viele Schlagzeilen gesorgt, ganz einfach deswegen, weil es hieß, dass Lewis Hamilton deswegen so ein bisschen sauer gewesen sein soll. Denn Vettel und Hamilton, das waren damals noch die zwei Fahrer, die um den WM-Titel gekämpft haben. Das hat sich nie groß bewahrheitet. Es hat, soweit wir zumindest wissen, nie wirklich ernsthafte Gespräche über einen Wechsel von Sebastian Vettel zu Mercedes gegeben. Aber der Kontakt zu Toto Wolff, der ist unserem Vernehmen nach nie ganz abgerissen. Und ich glaube, dass das die Grundlage ist für die heutigen Gerüchte. Allerdings, und das ist mein persönliches Gefühl, man darf eins dabei nicht vergessen. Sebastian Vettel hat zuletzt, und das ist vor allem das letzte Jahr bei Ferrari gewesen und vielleicht auch ein bisschen sein erstes bei Aston Martin, nicht mehr den absoluten Höhepunkt seines fahrerischen Könnens ausschöpfen können. Es wird so ein bisschen, vor allem von den englischsprachigen Medien, ein bisschen schon abgestempelt, dass er die größte Zeit seiner Karriere hinter sich hat. Und wenn ich mich in Toto Wolff reinversetze, dann frage ich mich schon, würde ich jetzt für teures Geld einen Sebastian Vettel bei Aston Martin rauskaufen oder hole ich dann lieber jemanden, der gemeinsam mit George Russell ein junges, dynamisches Team bilden kann? Ich persönlich würde da eher zur jungen und dynamischen Variante tendieren, gleichwohl ich aus deutscher Sicht den Charme von Sebastian Vettel in Mercedes natürlich total verstehen kann und auch durchaus glaube, dass Sebastian Vettel da nochmal einen zweiten Frühling erleben würde. Übrigens, diese Sebastian Vettel zu Mercedes-Geschichte, das wird von verschiedensten Medien gespielt, auch von großen, also nicht nur von irgendwelchen Internetblogs und irgendwelchen YouTubern, sondern auch zum Beispiel von der Bild-Zeitung, die eine Headline hatte, die da lautet, Formel 1 wechselt Vettel wirklich zu Mercedes, immer wieder fällt sein Name. Und auch bei RTL, da hat man kürzlich eine Liste gemacht mit möglichen Hamilton-Nachfolgern, bei der Sebastian Vettel ganz oben steht. Apropos deutsche Varianten, da kommt einem natürlich direkt Nico Hülkenberg in den Sinn. Das ist der Feuerwehrmann, immer dann, wenn es in der Formel 1 ein offenes Cockpit gibt. Ob das allerdings jetzt für Mercedes als Stammfahrer ein Thema ist, da habe ich meine leisen Zweifel dran. Red Bull hat damals schon Sergio Perez ihm vorgezogen. Dafür wird man wahrscheinlich auch Gründe gehabt haben. Nico Hülkenberg selbst hat, glaube ich, auch so ein bisschen eingesehen, das ist langsam vorbei, das Thema Formel 1. Er hat sich ja auch in die Richtung schon geäußert. Also halte ich persönlich für eine sehr, sehr unwahrscheinliche Variante. Und dann gibt es natürlich noch die üblichen anderen Namen, die von verschiedensten Medien genannt wurden bereits in diesem Kontext. Nämlich Lance Stroll zum Beispiel, der Teamkollege von Sebastian Vettel bei Aston Martin, hat sich aber, so ehrlich müssen wir sein, mit sportlichen Leistungen nicht herausragend über Sebastian Vettel hinweggesetzt im vergangenen Jahr. Insofern würde ich mich an Toto Wolff Stelle fragen, was kann mir Lance Stroll bieten, was mir Sebastian Vettel nicht bieten kann. Zumal Lance Stroll ja im Team seines Vaters bei Aston Martin fährt und das zu verlassen, ein bisschen ungewöhnlich wäre möglicherweise. Schon logischer und naheliegender erscheint die Variante Esteban Ocon. Der ist zwar ein Alpine ausgeliehen, ist aber in der Theorie Mercedes Junior und wenn sein Alpine-Vertrag nach dieser Saison endet... Ups, gut, dass wir unsere Videos nochmal Kontrolle schauen, denn der Vertrag von Esteban Ocon, der läuft natürlich nicht nur bis Ende der Saison 2022, sondern der wurde vorzeitig bis zur Saison 2024 verlängert. Sorry dafür. Dann wird er auch wieder Mercedes Junior sein. Das heißt, auf den hätte man vielleicht eher Zugriff, zumal der Daimler-Konzern, der zu einem Drittel am Mercedes Formel 1 Team beteiligt ist und der Renault-Konzern, der wiederum die Mutter ist des Alpine Formel 1 Teams, zumal die ja auch über eine strategische Allianz verfügen. Also da wird man wahrscheinlich, wenn das alle wollen, eine Lösung finden und bei Alpine hätte man dann einen netten Vorteil. Man könnte nämlich einen Oscar Piastri da reinsetzen, den aktuellen Meister der Formel 2, der wahrscheinlich gerade als größtes Talent außerhalb der Formel 1 gilt, und bei dem viele bedauert haben, dass er nicht direkt ein Cockpit für 2022 gefunden haben. Oscar Piastri übrigens, meines Erachtens nach auch jemand, den ich als Toto Wolff vielleicht anrufen würde, weil wenn ich davon ausgehe, ich habe mit George Russell eine gesetzte Größe und mit Oscar Piastri würde ich einen potenziellen Star der Zukunft vielleicht einem Konkurrenzteam wegnehmen, dann kann das keine schlechte Sache sein. Aber again, wir sind tief im Bereich der Spekulationen und ein Name, der wurde auch noch genannt in Zusammenhang mit einem möglichen Wechsel zu Mercedes, das ist Pierre Gasly, das halte ich für völlig ausgeschlossen, denn welches Interesse sollte Red Bull dran haben, Mercedes zu helfen und Pierre Gasly aus seinem Vertrag freizulassen. Jetzt
haben wir eine ganze Menge spekuliert, aber jetzt wird es Zeit, dass wir ein bisschen seriöser werden und uns dem Thema wirklich mit Gehalt und Substanz nähern und uns die Frage stellen, wie ist es denn überhaupt zu diesen Gerüchten um einen möglichen Rücktritt von Lewis Hamilton gekommen? Und da ist natürlich zuerst mal dieses unfassbare Finale immer noch von Abu Dhabi, bei dem Max Verstappen Formel 1 Weltmeister 2021 wurde. Ich habe es mir übrigens in meinem Januarurlaub mehrfach angesehen und habe immer wieder aufs Neue Gänsehaut. Da gibt es völlig irre Videos auf YouTube, wie sich niederländische Familien zu Hause, wie die völlig durchdrehen. Es gibt Public Viewings, es gibt wirklich unglaubliche Szenen. Selbst vom Haas-Team gibt es ein Video aus der Boxengasse. Also nach wie vor Gänsehautalarm, und so sehr der Jubel bei Max Verstappen und seiner Familie und seinen Fans natürlich riesig war, so groß war natürlich auch die Niedergeschlagenheit bei Lewis Hamilton. Und da liegt schon der Verdacht nahe, dass man sagt, boah, das wegzustecken, gelingt ihm das wirklich? Hat er noch Lust auf die Formel 1 oder schmeißt er nach dieser Erfahrung? Er muss das ja, glaube ich, empfunden haben als Betrug an ihm, die Entscheidung, die kontroverse Entscheidung von Michael Masi in der letzten Runde oder in der vorletzten Runde, alle Autos doch noch überholen zu lassen, sodass er Max Verstappen mit dem frischen Reifen plötzlich im Nacken hatte. Das muss er als Betrug, als ganz schicksalhaften Schlag in dem Moment empfunden haben. Verständlich. Und was dann natürlich passiert ist, ist, dass Lewis Hamilton komplett untergetaucht ist. Jetzt habe ich in meinem Urlaub leider nicht seine Instagram, Facebook, Twitter-Accounts verfolgt, immer, aber ich habe nie irgendein Posting von ihm gesehen. Der ist komplett untergetaucht und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ich habe mich übrigens auch bei meinen Kollegen, die die Social Media Accounts wesentlich besser im Blick haben, versichert, dass da nichts gelaufen ist. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Wenn doch, dann schreibt es uns bitte in die Kommentare. Aber Lewis Hamilton ziemlich untergetaucht, und das ist hochgradig ungewöhnlich für jemanden wie ihn, der ansonsten immer die Wintervorbereitung geteilt hat, zum Beispiel beim Langlaufen oder ähnliche Dinge. Warum macht er das? Wir wissen es nicht genau. Wahrscheinlich ist er immer noch damit beschäftigt, diesen Schock von Abu Dhabi zu verdauen. Das heißt, es ist ein bisschen ein Informationsvakuum entstanden, denn die Menschen spekulieren darüber, dass Lewis Hamilton zurücktreten könnte. Und auf der anderen Seite gibt es eigentlich nichts wirklich Greifbares, keine Infos zu diesem Thema. Die einzige Info, die aktuell dazu im Raum steht, das ist ein Interview, das Toto Wolff zu seinem 50. Geburtstag, das ist am 12. Januar, weiß ich auswendig, weil der hat am gleichen Tag Geburtstag wie meine Mutter, das er der österreichischen Kronenzeitung gegeben hat. Und in diesem Interview hat Toto Wolff wörtlich Folgendes gesagt. Ich hoffe sehr, dass wir ihn wiedersehen. Er ist der wichtigste Part unseres Sports. Es wäre ein Armutszeugnis für die ganze Formel 1, wenn der beste Fahrer wegen hanebüchener Entscheidungen beschließt, aufzuhören. Also, Toto Wolff schürt damit natürlich, ohne dass er sagt, der Lewis überlegt aufzuhören, aber er schürt damit natürlich so ein bisschen den Verdacht, boah, da ist irgendwas im Busch. Und weil Mercedes bisher nichts dementiert hat konkret, sondern nur dieser Satz im Raum steht, deswegen ist die Medienlandschaft aktuell so, wie sie ist, und spekuliert munter über einen möglichen Rücktritt von Lewis Hamilton. So ja auch wir, weil das Thema ist im Raum und es ist nicht dementiert. So, und dann habe ich euch noch versprochen, ich erzähle euch noch in diesem Video, was hören wir eigentlich von unseren Quellen zu diesem Thema Lewis Hamilton. Auch da ist es wahnsinnig still, aber ich möchte mit etwas anderem anfangen, denn natürlich haben wir bei Mercedes erstmal angefragt, sagt mal, was ist denn dran an diesen Geschichten? Gibt es irgendein Statement, das ihr bereit seid rauszugeben, oder gibt es irgendwelche Off-Record-Informationen, die ihr vielleicht bereit seid mit uns zu teilen? Und seitens Mercedes hat es da offiziell einfach nur geheißen, kein Kommentar, wir äußern uns nicht zu diesen Spekulationen, wie wir uns auch nie zu irgendwelchen Spekulationen äußern. Mein persönliches Gefühl ist, die bei Mercedes, die amüsieren sich momentan prächtig drüber, was in den Medien passiert. Sie werden sich wahrscheinlich auch prächtig drüber amüsieren, was in diesem Video passiert. Denn das Schöne ist, die haben nicht einen Finger gekrümmt seit Abu Dhabi, haben bei der Kronenzeitung dieses eine Interview mit Toto Wolff gemacht, sind aber trotzdem den ganzen Winter hindurch das bestimmende Thema in den Schlagzeilen der Formel 1. Und am Ende werden sie sich zurücklehnen, Lewis Hamilton wird, das ist meine persönliche Einschätzung, er wird natürlich zurückkehren ins Cockpit, warum, das erläutere ich euch auch gleich, und dann wird sich Mercedes zurücklehnen und sagen, was habt ihr denn alle darüber spekuliert, wir haben doch nie gesagt, dass der aufhört, denn das muss man denen zugutehalten, die letzte offizielle Kommunikation ist, Lewis Hamilton hat einen neuen Vertrag gemacht, der läuft bis Ende 2023 und den wird er auch einhalten, solange nichts Gegenteiliges gesagt wird, also wird sich Mercedes, wenn die ersten Fragen dann kommen bei den Testfahrten, sehr darüber wundern, dass wir Medien alle spekulieren haben.
So, natürlich haben wir uns auch bei anderen Teams ein bisschen umgehört. Warum wirst du dich jetzt fragen? Warum sollte man sich bei anderen Teams umhören, was Lewis Hamilton und Mercedes machen? Die können das ja gar nicht wissen. Nun, ganz so ist es nicht. Denn wenn Lewis Hamilton jetzt zurücktreten würde, dann würde Toto Wolff natürlich auf den Fahrermarkt gehen und sich nach potenziellen Alternativen umhören. Das heißt, er würde vielleicht, bleiben wir mal bei den Namen, die ich vorhin genannt habe, vielleicht mal bei Ferrari anklopfen und fragen, schaut mal, wie sieht's aus mit Carlos Sainz? Er wird vielleicht mal beim Partnerteam McLaren anfragen. Sagt mal, was ist denn mit Lando Norris oder bei Alpine und nachklopfen und nachschauen, wie es denn um Esteban Ocon steht und ob es da vielleicht eine Möglichkeit geben würde. An dem Punkt, wo Toto Wolff genau das macht, wissen mehr Leute Bescheid als bisher, dass Lewis Hamilton zurücktreten würde. Wir sind ja immer noch im Konjunktiv und an dem Punkt ist so eine Meldung kaum noch geheim zu halten. Es gibt aber bei keinem der Teamchefs, bei keinem der Fahrermanager, bei keinem der Fahrer, mit denen ich gesprochen habe, irgendwelche Signale in diese Richtung, dass Mercedes auf der Suche ist nach einem Fahrer. Schreibt übrigens auch die Bild-Zeitung in ihrem Bericht. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da was im Bild ist, sondern ich glaube, die große Überraschung in Anführungsstrichen wird sein, dass Lewis Hamilton beim Test einfach, wie es immer geplant war, wieder im Mercedes sitzen wird. Dazu kommt noch etwas anderes. Lassen wir uns doch für einen Moment ein auf dieses Gedankenspiel und sagen wir mal, Lewis Hamilton entscheidet sich jetzt wirklich. Er ist so gefrustet, er ist so enttäuscht, er hat kein Vertrauen mehr in die Formel 1 und die 4, dass er wirklich sagt, ich schmeiß den Hut drauf. Ich kann es mir aus mehreren Gründen nicht vorstellen. Erstens, ich glaube, er möchte unbedingt diesen achten Titel um Michael Schumacher in der ewigen Statistik der Formel 1 einzuholen. Und zweitens, und das ist für mich der viel stärkere Grund, er hat einen Vertrag mit Mercedes und er ist ein enger Freund von Toto Wolff. Die beiden haben ein sehr loyales Verhältnis zueinander, zumindest wird es von beiden immer so beschrieben. Und dass Lewis Hamilton jetzt quasi aus einer Trotzreaktion heraus zurücktritt und Toto Wolff im Stich lässt in einer Situation, in der es quasi unmöglich ist, einen gleichwertigen Ersatz zu finden, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Außerdem würde er mit diesem Vertragsbruch ja auch die Arbeit, die Mercedes und er gemeinsam in der Hamilton Commission machen, möglicherweise gefährden, auch wenn es dafür sicher Lösungen gäbe. Und es passt einfach überhaupt nicht zu Lewis Hamilton, einen Sir, er wurde ja gerade von der Queen zum Ritter geschlagen, dass er sein Team im Stich lässt, dass er sich vor Verantwortung einfach drückt, Still I Rise steht auf seinem Helm. Dazu würde ein Rücktritt überhaupt nicht passen, sondern ich glaube, Lewis Hamilton wird sich dieser Herausforderung stellen. Er wird der Welt nochmal beweisen wollen, dass er es kann und dass 2021 ein Betriebsunfall in der Geschichte der Formel 1 war, denn ich glaube, das war es aus seiner Sicht so ähnlich wie schon 2016, als Nico Rosberg Formel 1 Weltmeister wurde und zurückgetreten ist. Ich bin damals in der ersten Reihe gesessen bei der Pressekonferenz in Wien, als Lewis Hamilton wirklich trotzig und mürrisch war nach dem Rücktritt von Nico Rosberg und man gemerkt hat, es hat ihn so richtig angekotzt, dass er nicht korrigieren und der Welt zeigen konnte 2017, dass er der eigentlich bessere Formel-1-Fahrer ist. Deswegen bei diesen Gerüchten passt für mich wirklich überhaupt nichts zusammen. Allerdings, und das habe ich auch gelernt in mehr als 20 Jahren, in denen ich schon Formel 1 journalistisch, oder in denen ich die Formel 1 journalistisch begleite, sagt niemals nie, denn teilweise sind es die verrücktesten Geschichten, die wahr werden. Wenn du jetzt Lust bekommen hast auf die Formel 1 und darüber auch über solche spekulativen Themen vielleicht ein bisschen mit mir und mit Kollegen von mir zu diskutieren, wir sind auch nach wie vor dran, einen prominenten Gast zu organisieren, dann kann ich dir empfehlen, halte dir das kommende Wochenende, und zwar das ist der Freitag 28. und Samstag 29. Januar frei, denn da versuchen wir den nächsten Stammtisch exklusiv für unsere Mitglieder zu machen. Wie du Mitglied werden kannst und welche Vorteile dir das bringt, da gibt es einen Knopf auf unserer Seite, übrigens nicht bei iOS, bei Apple-Geräten, da müsst ihr an den Desktop kommen und darauf klicken, da erfährt ihr alles, wie das geht und Infos, wann genau der Stammtisch steigt und mit welchem Gast, ich bin noch dran, einen zu organisieren, das erfahrt ihr wie immer im Community-Tab auf unserer YouTube-Seite, auch die Beiträge übrigens exklusiv für Kanalmitglieder.